Viel Spaß, Sagansland. Wie der Name sagt, kleine Unternehmen in Sagans, die sich für Aufgabe gemacht haben, Kinder zu unterhalten in Ferien und in freier Zeit. Dafür brauchen sie natürlich Unterstützung von besonderen Leuten wie der Christoph. Christoph, ich grüße dich. Hallo. Für die Leute, die behaupten, dass Landwirte langweilig sind, die kennen den Christoph nicht. Der Christoph ist echt ein cooler Socker, wie heute kennengelernt. Christoph, du bist Landwirt. Was ist dein Schwerpunkt? Genau, in welche Richtung gehst du als Landwirt? Deine Spezialität, sag mal so. Also meine Spezialität ist Mutterkuhhaltung und seit 2, 3 Jahren Gemüsebau. Und wir machen noch für andere Landwirte einen Haufen Arbeit. Und dazu habe ich mit meinen 3, 4 Jungs, die einfach Einsatz zeigen, tun ich für andere Bauern Siloballen mache. Der Christoph ist selbstständig seit seinem 18. Lebensjahr, hast du mir heute gesagt, ja? Genau, wir haben von 1994 immer mit einem Kollegen zusammen Rumpale angefangen machen und seitdem, ja, es würden dann gleich 30 Jahre, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit Kindern zu arbeiten? Weil ich habe heute betrachtet, ich habe mich gefragt, wer hat am meisten Spaß, die Kinder oder der Christoph? Das war echt lustig. Wie bist du auf die Idee gekommen, so mit Ferienspaß zusammenzuarbeiten? Ja, es ist im Ausgang zu einer Idee gekommen, mit einer guten Kollegin, die ich als 20-Jährige schon kennt habe. Und die haben mich dann mal gefragt und dann ist es nicht konkret geworden. Und an der Fasnacht habe ich sie getroffen und sie hat gefragt, ob ich Lust hätte, um mit den Kindern zu arbeiten. Und eigentlich sind Kinder ganz ehrlich und das habe ich gerne. Und Kinder geben das dir zurück, was du gibst. Und ich glaube, das ist meine Aufgabe, das auch so weiterzugeben. Die Ehrlichkeit, Respekt. Und ich glaube, das ist meine Pension schon fast. Um das so weitergehen können. Das, was ich erlebe, den Spass auch weiter erleben, dass Landwirtschaft hat wirklich Spass gemacht. Also das ist genau, was ich vorher gesagt habe. Also ich habe so wirklich gemerkt, wer hat auch mehr Spaß, die Kinder oder der Christoph? Das war richtig lustig, das war ein 2 Stunden Rundgang, oder? Wie läuft das? Wie regelmäßig machst du, also 2 Stunden Rundgang haben wir heute gemacht, und wie oft machst du das? Also eigentlich ist es jetzt das erste Mal, also der Ferienpass hat sie mich zuerst mal angefragt, das ist ein Novum, also das würde ich gerne weitermachen, aber man hat sich schon immer Gedanken gemacht, wie kann ich die Landwirtschaft der Bevölkerung näher bringen, und das ist schon mal der erste Schritt. Ob es das weitergeht, das weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Ich bin offen für verschiedene Projekte und das ist schon mal eins und ich würde das gerne weitermachen, und weil man kann sich von etwas begeistern, weil ich für einen Wurm. Der bringt extrem viel in der Landwirtschaft, nur man muss wissen, wo er ist. Heute haben wir ihn nicht gefunden, weil er schon lange trocken ist. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass das so erstes Mal, dass du das machst. Heute, wie ich gesehen habe, du warst echt Feuer und Flamme dabei. Du hast ein cooles kleines Programm gemacht. Da seht ihr auf die Bilder, was ich auch heute Nachmittag schon aufgenommen habe. Wir haben angefangen heute mit die typisch Sachen wie Gemüse, Gemüsepflanzen. Mit Rüble hast du erklärt und du hast mir erklärt, wie sind die Menge, was du aufbauen im Durchschnitt im Jahr, um zu wissen, in welcher Größenordnung du arbeitest. Also es gibt sehr große Schwankungen je nach Jahr und es kann zwischen 50 und 80 Tonnen gehen, je nachdem. Heuer wird es vielleicht ein bisschen weniger, weil wir etwas später gesagt haben. Es ist mir auch bewusst. Also, irgendwie ist es so wie ein Traum, aber dann kommt die Realität und dann kommt es wieder zurück. Also, am schönsten ist immer, wenn der dümmste Bauer die grössten Herdöpfel hat. Also, es gibt so einen Spruch, auch vielleicht bei den Rüebli, wo ich muss sagen, es ist halt schon cool, wenn es einmal einen Haufen Rüebli gibt und einen Haufen Herdöpfel. Und das, für das lebe ich eigentlich. Und das ist ja das, was Spass macht. Ja, ich kann mich das gut vorstellen. Also, das ist eigene Gemüse zu ernten, das ist schon was Besonderes. Auf jeden Fall. Bei dem Rundgang, das ich heute gemacht habe, ich habe auch festgestellt, also die Landwirtschaft heutzutage ist richtig Hightech. Also ich habe wirklich ganz, ganz viele coole Gerätschaften. Musst du wirklich dranbleiben, um konkurrenzfähig zu bleiben? Oder wie ist das freiwillig, dass du so in die Hightech-Richtung gehst?
Es ist ein bisschen die Herausforderung, manchmal sogar auch der Erste sein. Also, wir haben hier einen Wagen, der ist von Kanada, das ist der einzige in der Schweiz. Probiere den auch irgendwie weiterzubringen oder weiter den Kunden sagen, also den neuen Kunden anzusprechen. Und es macht halt schon Spass, wenn man selber weiss, was es bringt. Also, wenn man das neue Gerät kann nutzen kann und es bringt 3 Stunden oder 4 Stunden mehr Freizeit in der Woche oder es gibt 4 Stunden oder 5 Stunden mehr Schlaf, wenn es mal Spitzenzeiten hat. Und wenn ich sehe, dass es funktioniert, dann ist es sehr, ja, wie soll ich sagen, wie zum Beispiel der Saugroboter, haben wir ja heute gesehen. Also, das ist einfach ein Gerät, das immer Spass macht. Und es bringt ja nicht nur mir nehmen, sondern auch dem Tier. Und auch das GPS, das wir beim Traktor haben. Es ist halt schon cool, wenn man zwischen den Reihen drin einfach gerade säen kann. Und es stimmt einfach alles. Und meistens bin ich das Problem, der Anwender ist meistens das Problem. Und dann muss man sich selber wieder mal an der Nase nehmen und denken, jetzt hast du wieder weniger gut aufgepasst, darum tut es ja nicht. Also das ist schon also ein bisschen das technische Flair, auch Fehler finden und Fehler ausmerzen. Also das ist schon das, was auch interessant macht. Also das mit der Kuhmist-Roboter, das habe ich richtig cool gefunden. Also wir sind in Stalle gegangen und auf einmal sehe ich einen riesengroßen Roboter, also wie ein Rasenmäher-Roboter, wie ein Staubsauger-Roboter. Aber naja, das ist schon deutlich Größenordnung und das ist ein Kuhmist-Roboter, das habe ich richtig cool gefunden. Sag mal ein paar Worte über das Roboter, aber das habe ich schon geil gefunden. Was ist die Aufgabe von diesem Roboter genau? Es geht ums Tierwohl. Es geht um den Gestank im Stall und so weiter. Die Tiere kommen jetzt dann wieder in den Stall und sie haben einfach Auslaufen raus, täglichen Auslauf, 24 Stunden. Und er tut sogar draußen sauber. Also erstens ist er hat er so seine vorgegebenen Routen. Da muss man schauen, wo es viel Mist hat, wenig Mist hat. Dann ist die Route je nachdem kleiner oder grösser. Und dann kann man das Programm einstellen und dann kann man auch befürchten, wenn es trocken ist und so weiter. Also er hat so vorgegebene Routen, die tut er befürchten und dann tut er den Mist aufsaugen, tut ihn transportieren ins Loch, in den Güllekasten. Und mir bringt es am meisten, weil die Tiere dann im Trocknen stehen. Auch wenn einmal eins am Boden liegt, es ist nicht nur voller Dreck. Also die Tiere sind sauberiger, sind die besseren Füße. Und auch so ein bisschen, es ist immer näher dumm. Also wenn ich dann nur in den Stall gehe, dann verschrecken sie nicht, wenn ich irgendeine Gabel kehle oder so. Es ist immer näher, wo sich bewegt. Sie müssen immer ein bisschen schauen. So wie die Aufmerksamkeit. Also, übertrieben gesagt, so ein Bewegungs-Jongleur, wo drin rumläuft. Und jetzt musst du noch ein bisschen auf die Seite stehen. Und die Tiere tun sich daran gewöhnen. Und ich habe auch viel einfacher so ein bisschen das Gefühl, dass die Tiere das checken. Und wenn ich komme, dann gehen sie auch eher aus dem Weg. Also, es ist so der Nutzen, Sauberkeit, frische Luft, immer alles perfekt zu haben und ohne ist, dass ich muss immer springen muss. Also, es hat einen Moment gegeben, wo ich muss sagen, wo wir den noch nicht hatten. Jetzt gefällt es mir auch nicht mehr im Stall. Hat das so mit dieser Biogasanlage zu tun, der Roboter? Ich weiss nicht, vielleicht gibt es mal eine, ja. Aber es gibt jetzt neue Studien oder neue Versuche, wo man mit dem Saugroboter Frischgülle kann in die Biogasanlage reinbringen und die effizienter laufen lassen. Also das, weil die frisch ist? Weil die Gülle frisch ist, ja, genau. Das ist schon cool. Also wenn man in einen Stall, in einen Bauernhof reinkommt, das ist wirklich das Letzte, was man noch erwartet. Obwohl, naja, ein Roboter, das habe ich schon richtig cool gefunden. Und natürlich, die Kinder, die haben mehr Spaß gehabt. Also in Anfang, die waren ein bisschen schüchtern, haben wir gesehen. Aber der Christoph hat dafür gesorgt, dass es ein bisschen cool und easy cheesy ein bisschen vorwärts kommen und am Ende haben einen riesen Spaß gehabt und die haben sogar Traktor gefahren. Die sind sogar Traktor gefahren. Das war richtig cool, könnt ihr auf die Sequenzen sehen, die sie gemacht haben. Was sind die Pläne für dich die nächste Zeit, was lernen wird? Hast du irgendwas so investitionsmäßig, Vergrößerung oder vielleicht ein bisschen andere Richtung zu gehen, landwirttechnisch oder bleibst du in so was du machst oder optimieren deine Arbeit? Also, meine Zukunft sieht so aus, dass ich noch mehr Tiere haben will, wenn es irgendwie möglich ist. Ich will schon, also jetzt bin ich 48, ich will nicht bis 70 Bauer sein, sondern ich tue schon irgendwie so vorbereitet, dass mein Nachfolger, wenn es denn einer würde, dass er das auch
kann übernehmen. Also die Investitionen tun wir so tätigen, dass vielleicht eine Maschine angeschafft wird, die er auch noch bedienen kann. Also unsere Gruber ist heute höherlich gross ausgefallen, aber das ist auch eine Möglichkeit, dass mein Sohn der kann nutzen kann, wenn er denn will, Landwirt machen oder auch wenn ein anderer Nachfolger da wäre. Irgendwo gibt es immer Optimierungspotenzial. Es gibt aber nur noch feine Sachen oder kleine Sachen, die ich gerne machen würde. Technisch weiss ich schon, dass viele Sachen auf dem Markt sind, die ich auch noch sehr interessant finde. Was aber jetzt zum heutigen Tag sehr wichtig ist für mich, der Wandel von viel Regen und Trockenheit. Das wird eine sehr starke Herausforderung. Da bin ich aber auch schon dran und wir haben schon gewisse Erfahrungen gemacht mit Saaten, wo man halt einfach hitzebeständige Sachen säet und also nicht mehr so tief Boden bearbeitet. Früher hat man immer den Pflug angehängt, jetzt haben wir einen grossen Gartenhacken, habe ich jetzt ja hergetan, den Gruber, den ich gesagt habe vorher. Und also das Ziel ist, dass man auch in trockenen Zeiten oder wenn es mal trocken ist, ich spreche jetzt das Wort nicht gerne an das Klimawandel, sondern einfach, dass wir mit der Natur direkt arbeiten. Also, es gibt so ein Kind, das habe ich Morgen gelernt. Was macht der Bauer zuerst am Morgen? In den Himmel schauen. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Um wieder lernen, mit Hitzestress und Nässe umzugehen, dass es nicht ein Termingeschäft ist, sondern es ist Natur. Es wird übernommen, was man weitergibt. Im Endeffekt, so ist es. Christoph und seine Gutsilas. Gutsilas, ich finde den Namen richtig cool. Hier sind der Logo, ich werde ihn einblenden. Gutsilas, das habe ich richtig cool gefunden. Ich musste zweimal lesen, okay, das habe ich richtig gelesen. Habe ich richtig cool gefunden. Die sind auch sehr aktiv auf Social Media, habe ich gesehen. Facebook. Ja, Facebook. Facebook ist ganz cool. Facebook, Instagram habe ich gesehen. Ja, aber trotz dezent, die Auftritt ist nicht schlecht, habe ich gesehen. Es geht, ja. Es geht, ja. Es geht. Also Englisch auf gut, Silage. Gut, Silage. Silage, super. Christoph, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns mal sehr gerne. Tschüss zusammen.